So, es ist, bremst einmal. Ich meine, das Leben so zu erklären, das ist schwer. Bremsscheiben ist heutzutage die besten und die allbesten Bremsscheiben. Dann ist der Unterschied. Das war gut. Sieben Brote, dann hat die böse Michaela gegessen. Eine Wurst. Eine Knackwurst. Vom Bremsscheiben wichtig, wie es ist. Diese Truppe, irgendwie passt. Die ganzen Leute. Sie müssen ja mindestens 7 pro Schicht arbeiten. Und plus. Betreuer. Ideen waren, ich habe im Fernsehen einen Film gesehen von Jan Zwangmeier, dem tschechischen Regisseur da, und der hat auch so eine Art Dings, so eine Werkstatt hat er gefilmt sozusagen mit Trickaufnahmen, nur nachdem niemand mehr dort war eigentlich, ne? Also eine Art eine komplett leere Werkstatt, und dort fangen alle Werkzeuge an sozusagen herumzugeistern. Und der Raum, dieses Freihandmagazin, das ist ja ähnlich leer, da ist ja praktisch nie mehr drin. Das kann ich sogar schon aus Erfahrung irgendwie sagen, weil ich schon öfter dort war. Diese Atmosphäre ist mir halt ähnlich erschienen und wie soll ich sagen, filmreif oder filmfotogen halt irgendwie. Reden wir nochmal über das Thema Psychiatrie. Wenn man nicht hin will, dann wird man festgehalten und angehalten. Und wenn man Hilfe sucht, dann schmeißen sie einen raus. Ob's euch auch so geht? Ja, bei mir war das so. Wie oft, genau, muss man dazu sagen, ja? Dreimal. Also dreimal haben sie sich angehalten und du wolltest nicht. Ja, genau. Und bei Gerti ist genau das Umgekehrte, die Gerti ist hilfesuchend und die ist dann nicht behandelbar, oder wie schaut's aus? Nein, ich war das 32. Mal auf der Bankartner Höhe im 10er Pavillon und immer für wochenlange. Und die haben mich nicht rauslassen. Dafür arbeite ich jetzt da bei Lockes Lemone Krankenhaus und deswegen bin ich jetzt da. Ne? Aber du nimmst das nicht so genau mit dem Leben ohne Krankenhaus. Na, seitdem ich da war, warst du ja schon mehrere Male wieder auf der Baumgartner Höhe, ne? Wenn ich das sagen, also ich weiß nicht, das muss man sagen, wenn ich was nicht sagen soll, ja? Na, ich fahre mit AKH mich behandeln lassen, wenn was passiert, und auf der Baumgartner Höhe habe ich nichts zu tun mehr zur Zeit von einem Jahr, schon nichts mehr. Also du willst auch nie mehr hin, ne? Also du möchtest das abschließen, das ganze Thema? Ja, ich möchte nicht mehr rauf, weil das Netzbett ist ein Wahnsinn. Also dich haben es quasi auch im Netz ins Netzbett eingesperrt sozusagen gegen deinen Willen, ne? Ziemlich oft, weil, naja, ich war oft in dem Netzbett, aber ich bin irgendwie rausgekommen immer wieder. Aber da sind ja die Leute sehr kreativ, wenn sie im Netzbett sind, ne? Na sicherlich, na wirklich, da habe ich schon die ärgsten Sachen gehört, ne? Na, es ist die Leute...
Durchs Netz, ja, durchs Netz ein Loch durchbissen habe ich, damit ich ausschlüpfen kann. So ein Loch. Ich habe ein Gitterbett auch aufs Netz durchbissen, damit ich aufs Klo gehen kann. Ich wollte einfach nicht ins Gitterbett scheißen. Das gehört, naja, das gehört sich. Da gibt es halt gewisse Leute. Ich habe die ganze Gitterbett abgesucht, wo das Ende ist. Na warte. Walter, da gibt es. So ein Loch, eine braucht. Nur auflösen. Und da bin ich aufs Klo gegangen. Aber du hättest, da habe ich schon was sehr Kreatives gehört, da kann man nämlich die Matratze zur Seite rollen und dann in das Loch scheißen, quasi in den Gitter raus scheißen, ja. Oder? So weit zu den Tipps, wenn man aus dem Gitterbett ausbrechen kann. Das muss man das Ende finden oder den Anfang, weil sonst kannst du das Gitterbett hexen mit einem Messer, aber hast du keins. Bist ja total knockert ausgezogen, ne? Und wir schauen, spritzen und ab ins Gitterbett. Ne? Erzähl du uns mal ein bisschen von deinen Erfahrungen, oder möchtest du nicht? Was soll ich sagen? Deine Erfahrungen in der Psychiatrie? Naja, ich habe immer die ganze Dusche zusammengehört mit Duschkopf und alles. Und ausgehängt habe ich ein paar Sachen. Also ich habe Sachen aufgeführt, was ein normaler Mensch gar nicht machen kann. Aber du schluckst ja auch teilweise Sachen. Also, du bist ja auch in der Art und Weise, wie du deinen Körper gestaltest, auch sehr kreativ, ne? Da sage ich kein Wort, ist diskret. Ist zu diskret, okay. Undiskret. Du Mann, gleich hochzusammen. Da, hochzusammen. Ich bin ja richtig, richtig viel drum gehabt. Alles hab ich. Und was ich mache. Und jetzt alles muss wissen. Alles. Und eins ist wichtig. Das Aufgeben ist unwichtig. Schaut so aus. Schau in die Retour. Ist wichtig. Aufgeben ist unwichtig. Genau, jetzt ist der rote Punkt da. Und da oben können Sie die Größe verstellen. So. Genau, sobald es blinkt, dann nimmt sie auf. Geil. Geht das? Glaubst du, oder? Wir werden sehen. Ja, das na, bei der Mine geht's nicht. Ja, ein bisschen höher. Ja, so, okay. Sabrina war vielleicht zwischen Rocky und Pirouetten. Das Schwert aufgenommen. Aber er will nicht herschauen jetzt. Aber jetzt? Nein! Ja, kurz hat er hergeschaut und er lächelt auch. Okay. Hier spricht Marcel Mal. Mein Gast ist heute die Sabrina. Also, Sabrina, jetzt kommen Fragen. Du musst antworten auf die Frage. Also, erste Frage. Wie sind Sie hergekommen? Wie sind Sie hergekommen? Wenn sie das Gefühl hat, ihre Partnerin versteht es nicht, die Frage, dann tut sie es ein bisschen anders formulieren. Okay. Wie bin ich hergekommen mit dem Partner? Mit dem Fahrradmittel. Okay, ich bin gar nicht da. Wir schauen uns gegenseitig an. Okay. Jetzt kommt die zweite Frage. Aus welchem Land kommen Sie her? Aus welchem Land? Aus Wien. Aus Wien. Aus Wien. Wir entschließen uns noch einmal, die Fragen durchzugehen.
Wie schaut Ihr typischer Arbeitstag aus? Ja, ich stehe in der Früh auf. Blablabla. Und dann jetzt müssen Sie das Mikrofon so rüber tun. Also wenn der Bundespräsident spricht, machen Sie so. Weil der Ton kommt da hinein, das ist am besten. Und wenn der Bundespräsident fertig ist, dann drehen Sie wieder rüber. Was machen Sie an einem Sonntag? Sonntag tue ich lange schlafen, genau, jetzt dann wieder umdrehen. Umdrehen, genau. Schlafe ich lange und bla 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 bla. Okay. Warum machen Sie ein Fest für behinderte Menschen? Ja, weil mir behinderte Menschen ein Anliegen sind, bla 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 bla. Was ist ein Geher? Ui, ein Geher, das weiß ich jetzt nicht. Menschen, die gehen. Ja. Wo sehen Sie Verbesserungen in den Tagesstätten für behinderte Menschen? In den Tagesstätten vielleicht mehr Platz und mehr Betreuung. Wo sehen Sie Verbesserungen in der Bildung und Ausbildung für behinderte Menschen? Okay, da bin ich jetzt überfragt, aber der Bundespräsident weiß das hoffentlich. Ja, so. Okay, super gemacht, super. Und dann zum Schluss halt vielen Dank für das Gespräch. Ach so. Cool, super passen. So. Jetzt holen wir die Message. Mein Name ist Jan Rutschewitsch. Willkommen bei unseren Gesprächen. Ja, genau. Wie soll man Leute mit Behinderungen in Medien darstellen? Ich meine, so genau weiß ich es auch nicht. Sobald man Leute in eine Schublade steckt, ist man eigentlich auch selber in einer Schublade drin. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Elke Lichtenegger ist mein Name und ich darf Sie bei Media & More herzlich begrüßen. Herr Bundespräsident, ja? Wie schaut Ihr typischer Arbeitstag aus? Na, jeder Tag ist anders. Es gibt nicht einen typischen Arbeitstag, aber ich stehe jeden Tag um 6:30 in der Früh auf. Ich gehe ungefähr knapp vor 8 aus dem Haus. Bin um 8 Uhr im Büro, trinke meinen ersten Kaffee und habe dann einen Terminzettel, wo alle Termine dieses Tages drauf sind. Also am heutigen Arbeitstag, das war ein besonders wichtiger, da habe ich ein Gespräch mit dem Herrn Bundeskanzler Faymann und dem Herrn Vizekanzler über den Abschluss der Regierungsverhandlungen gehabt. Dann habe ich die Angelobung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs vorgenommen. Dann habe ich eine Menge Weihnachtspost erledigt. Dann habe ich mit meinen Mitarbeitern die Angelobung der neuen Regierungsmitglieder am kommenden Montag. Wir müssen unser Schulsystem, unser Bildungssystem gesamthaft betrachten und nicht die Behinderten in ein Kastel geben und alle anderen in andere Kasteln, sondern uns bemühen, dass junge Menschen die bestmögliche Bildung erhalten. Ja, das war schon. Gut, Ben, danke, alles Gute. Ja, genau. Wie soll man Leute mit Behinderungen in Medien darstellen? Ich meine, so genau weiß ich es auch nicht. Genau. Schnecken könnte ich niemals essen. Oder Froschschenkel. So. Sobald man Leute in einer Schublade steckt, ist man eigentlich auch selber in einer Schublade drin. Elke Lichtenegger ist mein Name und ich darf Sie bei Media & More herzlich begrüßen. Ja, genau. Eines unserer ersten Medienprojekte ist es, eine kleine Fernsehshow zu erstellen, mit dem Namen Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Nicht ohne Grund. Unser Mitarbeiter Jan hat diesen Namen kreiert. Aber wie sollte man Leute mit besonderen Bedürfnissen oder behinderte Menschen in Medien darstellen? So wie sie sind. Ja. Das ist meine Meinung.
einer der Fragen, die uns beschäftigen werden, wer darf welche Witze machen. Die Oma will nicht fotografieren. Wissen Sie wieso? Nein. Ich erkläre es dir, Kamera. Und sie zu Hause auch. Weil die Oma schneidet immer den Kopf ab. Ja, und deshalb fotografiere ich gerne. Ich habe eine VTech-Kamera, VTech. Cool. Von Kids zum VTech. Und außer Ihre Oma oder Köpfe, die Sie nicht abschneiden, haben Sie da, welche Motive sind Ihnen am liebsten als Fotograf? Welche Motive? Ja. Was meinen Sie? Personen, Landschaften, Gebäude, ja. Architektur. Personen. Aber bitte nicht den Kopf abschneiden wie meine Oma. Wer darf sich wie darstellen? Wen oder was kann man ernst nehmen? Und darf man das denn überhaupt? Jetzt mag ich das mit dir, ja? Was? Ja. Na, der Rommel kann das viel besser. Und du nicht? Nein, ich kann das nicht, ne? Leg mal los. Mein Bruder. Du sagst zu mir, ich wäre toll, ich wäre zu beneiden. Du sagst, du hättest einen Baum. Hey. Hör auf. Wie geht's dir? Ja, geht's gut, und wie geht's dir? Denke nicht an morgen, denk nur in der Gegenwart. Denkst du nur auf diese Art und hast du Sorgen angespannt? Mir geht's gut, wie geht's dir, Bruder? Ja, mir geht's gut, Bruder. Du sagst, die Welt ist gegen dich, das ist sie nur gelegentlich. Reiß dich zusammen, bau dich auf und stell dich neben dich. Ja, Bruder, ja, Bruder, glaub mir das, Bruder. Okay, Bruder. Von Individuum und scher dich ein Dreck um das, was die anderen Leute tun. Es ist nicht gut, immer nur warum zu fragen. Glaubst du mir das, Bruder? Ich glaub dir, Bruder. Was ich aus meinem Leben mache, hab ich in der Hand. Und dass ich die nicht jedem gebe, ja, das sagt mir mein Verstand. Hey, Bruder, ernst? Du siehst, und dazu gibt es einen Trick. Sag schnipp, dippe, 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 assippen, dippe. Schnipp, dippe, 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 sippen, dippe, dippe, hey. Ich glaub, das war genug, Bruder. Ich bin Frau Lichtenegger, ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen von Media & More. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, und wenn wir dürfen, dann werden wir heute ein paar persönliche Fragen an Sie richten. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte, gerne. Was mich ganz interessieren würde, wie sind Sie zu E3 gekommen? Ich habe vor ein bisschen mehr als 10 Jahren in der Schule schon beschlossen, ich möchte nicht studieren, sondern ich möchte gleich arbeiten, und habe mich für ein Praktikum beworben bei verschiedenen Radiosendern und habe dann auch schnell ein Praktikum bekommen, und die haben mich dann gefragt, nach 3 Monaten, wie das vorbei war, ob ich nicht länger dort bleiben möchte. Und dann bin ich dort geblieben, und dann waren es 4 Jahre, und das war bei Krone Hit Radio. Und nach 4 Jahren bin ich dann bei Ö3 vor der Tür gestanden und habe gesagt, ich möchte gerne bei Ö3 moderieren, ob sie einen Platz für mich haben. Und sie haben am Anfang gesagt, nein, momentan ist alles besetzt und das funktioniert jetzt nicht, weil es sind schon so viele Moderatoren. Aber sie überlegen sich das, und dann haben sie mich nochmal angerufen und haben gemeint, wer bräuchten sie doch. Und ja, dann war ich doch auf einmal dabei und habe halt mal 3 Monate Probe gemacht. Und nach 3 Monaten haben wir dann gesagt, okay, das funktioniert und ich kann da bleiben. Und das ist jetzt ja auch schon mehr als 6 Jahre her. Wieso war dann der Wechsel für Sie irgendwie interessanter, zu E3 zu gehen und nicht bei Krone Hit zu bleiben? Also, es ist so, Krone Hit ist zwar auch ein Radiosender, den man in ganz Österreich hören kann, genauso wie Ö3, das sind die einzigen zwei,
Alle anderen Radiosender hört man immer nur in einem Bundesland. Zum Beispiel bei uns in Wien gibt es dann die Antenne Wien. Die hört man aber nur bei uns und in Vorarlberg nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon bei einem österreichweiten Sender bin, dann möchte ich einfach zu einem noch größeren. Und Ö3 ist halt so der Größte. Es geht nicht größer. Und das ist so, wie wenn man im Stadttheater spielt oder auf der Staatsoper auf der großen Bühne steht. Und Ö3 ist halt so die Staatsoper. Also ich verbinde immer, wenn so Sendungen vor längerer Zeit waren, ich verbinde immer so eine Lebenssituation bei mir mit dem Radio, weil ich höre schon sehr lange eben drei und sind Sie sich eigentlich bewusst, wie viele Menschen Sie tagtäglich, wenn Sie im Radio sind und Sprecherin sind, abholen in irgendwelchen Lebenssituationen oder was spielt das für Sie eine Rolle? Wenn Sie da moderieren im Studio und draußen sind nur viele Menschen, die Ihnen zuhören, die vielleicht gerade irgendein positives oder schlechtes Erlebnis haben oder irgendein Schicksal oder gerade bei einer Operation sind oder vor einer Operation und Sie hören Sie. Grundsätzlich möchten wir bei Ö3 immer ein positives Gefühl irgendwo erwecken oder hinterlassen. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil oft gibt es auch jetzt nicht so gute Nachrichten. Zum Beispiel, in den Nachrichten, es passiert irgendwas, jemand wird entführt, es gibt eine Schießerei, bla bla bla. Das ist natürlich schwierig, da versucht man sachlich zu berichten. Aber sonst, so in einer Sendung, so wie ich sie mache, da möchte ich eigentlich immer, ja, auch wenn draußen es regnet, ja, dann regnet es halt, aber das ist jetzt nichts Schlechtes. Ich möchte es trotzdem irgendwie positiv verkaufen. Und ich versuche mir nicht vorzustellen, wie viele Menschen es jetzt im Detail sind, die da draußen zuhören, weil es sind doch viele und das macht mich dann vielleicht nervös, wenn ich weiß, es sind so viele. Ich versuche mir dann immer einen vorzustellen und spreche halt nur zu einem Menschen und das macht es für mich ein bisschen leichter. Herzlich willkommen bei Media and More. Mein Name ist Jan Rutschewitsch. Willkommen bei unseren Gesprächen. Ja, genau. Wie soll man Leute mit Behinderungen in Medien darstellen? Ich meine, so genau weiß ich es auch nicht. Heute zu Gast. Sobald man Leute in einer Schublade steckt, ist man eigentlich auch selber in einer Schublade drin. Musikerin und Sängerin Birgit Denk. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wir kommen jetzt zum dritten Gast. Sie ist eine Sängerin und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Birgit Denk. Applaus. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Das freut mich auch. Ja, dann freuen wir uns mal beide. Ja. Jetzt kommen Fragen. Okay. Und du musst antworten. Schauen wir mal, was das für Fragen sind, ob ich darauf antworten möchte oder nicht. Ja. Ja. Genau. Auf den Zettel nehmen, Marcel. Oder losklappern. Das können Sie jetzt gut. Die erste Frage stelle ich dir. Wie lange machen Sie Musik? Ich mache eigentlich, seit ich auf der Welt bin, Musik, damit mein Geld verdienen oder versuche, mein Geld damit zu verdienen, mache ich jetzt seit mittlerweile so 20 Jahren, würde ich mal grob geschätzt sagen. Und seit 2006 mache ich nur mehr Musik und mache das professionell mit der Berufsbezeichnung Musikerin. Aha. Mhm. Und was
Und was machen Sie für Musikrichtung? Also ich singe, das ist einmal das Wichtigste, wer mich nicht kennt, könnt ihr auch glauben, ich bin eine Gitarristin oder was. Also ich singe und ich habe seit 2001 eine Band, die so heißt wie ich, nämlich Denk. Und da machen wir Dialektmusik. Man kann es schlecht musikalisch einordnen, was das genau ist für eine Musikrichtung, aber eigentlich ist es hauptsächlich Dialektmusik quer über alle Musikgenres. Wiener Dialekt oder was? Wiener Dialekt, den rede ich, ja. Also ostösterreichischer Dialekt. Man kann ja jetzt gar nicht so sagen, ich bin ja nicht aus Wien. Ich bin ja eigentlich aus Niederösterreich. Aber da redet man, wie man jetzt an mir hört, auch nicht so anders wie in Wien. Kennen uns schon seit ewig, von Freund, von Freund. Die haben gesagt, du bist gefährlich, nicht ganz dicht hätten's gemeint. Bist kein Leichter, das weiß ich, tragen die manchmal schwer. Aber all das, was du geben kannst, ich steh sie dafür, bist einer. Und welche Speisen mögen Sie? Welche Speisen ich gerne mag? Ja. Ausschließlich vegetarisches Essen, weil ich nämlich kein Fleisch esse. Ich esse kein Fleisch, keine Wurst. Ich esse ja Eier und Käse, aber kein Fleisch, keine Wurst. Und deshalb esse ich alles gern. Eigentlich bis auf Melanzani, die ich nicht so gern mag, mag ich eigentlich jedes Gemüse in jeder Variation. Kohlsprossen zum Beispiel sehr gern. Morgen wenig leid, aber ich sehr gern. Also alle Gemüsespeise, juhu. Und er gehört mir, nur mir. Er braucht keinen Applaus. Er sagt nur, gehen wir zu Haus. Isst sie satt an mir und will noch zwei Stunden wieder mehr, dann kühlt er mich an. Das war schon allweil so, aber so hört man nicht auf, weil so schnell gibt man nicht auf. Die Wind die Morgen. Ja? Jetzt kommen wir zu deinen größten Ängsten. Okay. Also, was sind deine größten Ängste? Ich hatte bis vor kurzem, so 2-3 Jahren, richtig arge Flugangst. Also ich habe wirklich ganz arg Angst beim Fliegen gehabt. Mir hat es ganz arg geschreckt, wenn nur die Stewardess durch den Gang durchgegangen ist und ein bisschen fester auftreten ist, habe ich schon geglaubt, wir stürzen ab. Also es war wirklich ganz schlimm. Dann habe ich aber für mich beschlossen, dass ich das nicht haben mag, weil mich das stört. Und dann habe ich so lange mit mir überlegt, warum ich mich da fürchte, dass ich plötzlich eigentlich jetzt überhaupt keine Angst mehr habe vom Fliegen, weil ich draufgekommen bin, dass die größte Angst, die ich habe, die ist, die viele Leute haben, nämlich irgendwie grauslich zu sterben. Deshalb habe ich Angst gehabt vom Fliegen, weil man gedacht hat, naja, also wenn da jetzt was passiert, dann ist es vorbei mit mir. Und aus diesem Grunde habe ich Flugangst gehabt. Und wenn man jetzt aber das Gefühl hat, nein, was soll es sein und wann ist es vorbei, dann kann man auch die Angst besiegen. Also ich versuche als mein Lebensziel, keine Angst zu haben. Und ich glaube, ich bin auf ganz gutem Weg. Also ich fürchte mich nicht vor Spinnen, ich fürchte mich nicht vor Höhe, ich fürchte mich nicht vor Enge, ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit. Das habe ich mir alles gefürchtet, als Kind oder Jugendliche. Und da versuche ich ganz stark dagegen zu kämpfen, weil Angst behindert. Das möchte ich nicht haben. Genau, das ist sicher auch so. Und es ist schwer daran zu arbeiten, aber das ist für mich so ein Lebensziel, dass man sagt, wie schon der Hansi Lang gesagt hat, keine Angst.